Willkommen zum vierten Part von meinem Let's Play von Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest und weiter geht's im Level Lava Lagune. Ba-ba-ba-bam. Der Seehund. Bonus-Level, nicht Bonus-Level, das Wopfers haben wir schon mal. Und leben! Perfekt. Okay. Und zwar besteht das Level jetzt hier komplett aus Lava. Und man muss das abkühlen, indem man auf den Seehund da reinspuckt. Da muss man sich mich beeilen. Oh Gott, das war schon knapp. So. Problem ist, ich muss erstmal kurz ganz schön über. Ich weiß genau noch, wo die Dekamen zum Bonusfässer sind, aber da muss ich mich ein bisschen beeilen. Und ranhalten! Oh Gott. Button. So, mal. Das K. Boah! Scheiße, war das knapp. Aber ich hab's noch geschafft. Weißt du, wenn man alles einsammeln will. Hallo, ich brauche ein bisschen Herausforderung. Und da links drücken. Scheiß Klomp. Und rein da, jawohl. Schnell zurückschwimmen. Okay. So. Und rein da. Oh, da unten ist, immer Kaboing. Oh nein! Er ist noch da, okay. Ich muss gerade überlegen, wo waren nochmal die Bonus-Level? Oh! Ah, genau, hier war es, genau. Vor Oldschool. So hat man ja früher die Bodenfässer in Donkey Kong 1 aufgemacht, mit den Fässern gegen die Wände laufen. Puff-tup! Heißen die Dinger übrigens Kugelfisch. Ist voll gefährlich, Kugelfisch. Da braucht man ja eine jahrelange Ausbildung für, um den zubereiten zu dürfen. Und da muss man auch noch Sachen unterschreiben, wenn man den essen will, damit man nicht verklagt, derjenige nicht verklagt werden kann. Also ich würde niemals Kugelfisch essen, ist mir die Gefahr viel zu hoch, ey. 50-50 Chance, dass man definitiv stirbt. Also wäre das Risiko nicht, mir nicht wert, ey. Blub, look. Matsch, matsch. Oh! Oh! Puff, tup! Lass mich in Ruhe! Puff, tup, woanders!
Ich weiß, dass der Aufwind immer versucht, alles einzusammeln. Ich weiß. Genau, hier war es. Ich hab's. Ich weiß, seit war das G, aber das G ist mir jetzt egal gewesen. Und das war's schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein relativ schnelles Level, aber okay. Rein da. Perfekt. Okay. Habe ich alles? Bitte habe ich. Jawohl, ich habe alles. Perfekt. Okay. Oh nein. Der heiße Ritt. Das Level habe ich als Kind nie wirklich verstanden früher. Also früher halt. Mittlerweile kann ich das Spiel mit verbundenen Augen. Also. Trotzdem, früher war das schwer. Muss ich kurz noch mal überlegen. Ah, okay, ich weiß wieder. Die DK-Münze und das Warpfass ist sehr gemein versteckt hier, finde ich. Aber erstmal kommt das Warpfass. Und zwar ist das Warpfass genau hier. Perfekt. So, weiter geht's. Oh, na, über Bananen. Aber trotzdem Boden abgekriegt. Heißer Ritt. Oh, das ist echt sehr heiß. Ist klar. Diddy Kong! Den ich am liebsten steuere. Ist das Spiel halt schwieriger. Mit Dixie wäre es mir zu einfach. Da kann man fast überall drüber gleiten immer. Boah, Diddy Kong. Nur die Diddy Kong spielen im Hard Mode. Na gut, das Grund ist, dass halt nichts anderes. Außer, dass man nur kann man keine DK-Fässer hat und keine Halbzeitfässer. Aber naja. Jawohl, jonglier mal eine Runde. Rumby time! It's Rumby time! Na guck mal, bei der Wand sieht man nichts. Müsst ihr mal drauf achten. An der Wand ist nichts. Müsst ihr gleich mal drauf achten, an der nächsten Wand. Die ich euch dann zeige. Weil da erkennt man das nämlich sehr deutlich, dass man da durchgehen kann. Zwar habe ich es immer früher so verstanden, ist, dass man den Luftballon sich nur bewegen kann, wenn man die Falters nach unten gedrückt hält die ganze Zeit. Habe ich früher mal so gedacht, aber das stimmt nicht. Man kann einfach ganz normal stehen bleiben und nur nach links und rechts drücken. Das O will ich haben. Oh Gott! Eigentlich hätte der jetzt Feuer fangen müssen, der Luftballon. So Szenen, eine Szene in Rem 2 und sowas, da ist immer Plattformen, die auch Feuer fangen können, wenn die mit Feuer in Berührung kommen. Bananen. Das Level zieht sich auf jeden Fall sehr. No, ich nehme beide mit. Rumby ist so schwer, der braucht beide. Ja, blub, 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 blub. Ah, jetzt kommt das mit der Wand. Seht ihr? Ja, die hat nämlich schon so Risse. Das sieht man ganz deutlich. Oh, oh. Mach alle Gegner fertig. Alles klar. Ja, na claro, wunderbaro. Tada!
Hey. Ha, da unten ist Bonus-Level. Seht ihr die Banane? Hallo, ein bisschen Risiko muss sein. Sammel die Sterne. Oh nein. Ja, easy. Na, guck mal, die Dicks, die da hin zeigt. Ey, Schatz, da links sind noch Sterne. Sagt sie mit ihren Handzeichen. So. Okay, jetzt kommt nämlich die Stelle, die ein bisschen tricky ist. Und zwar muss man das DK fast mitnehmen. Das ist sehr wichtig. Weil jetzt kommt nämlich eine schwer zu erreichende DK-Münze. Das Fass muss man mitnehmen. Wenn man das nicht mitnimmt, dann... Ah! Oh Gott, ich hab's geschafft. Warte, noch habe ich nicht geschafft. Noch, erstmal muss ich da oben ein Ding treffen. Oh. Oh Gott. Mein Gott, ey. Skill pur gerade, ey. Oh Gott. Puh. Jetzt gerade zeige ich echt, dass ich Skill habe, ey. Mein Gott. Danke, die nehme ich gern mit. Oh. Warte mal eben. Nein. Oh, schade, den wollte ich mitnehmen. Warte, den kann ich noch mitnehmen, warte. Ha! Seht ihr? Da muss nur die Tricks kennen. Oh Gott! Oh, ich bin so hektisch gerade in dem Level, ey. Oh Gott! Oh nein! Bitte schaff das! Ich habe jetzt noch in gar keinen einzigen Level versagt bis jetzt. Ich wurde zwar schon zweimal getroffen, glaube ich, insgesamt. Aber in ein Level versagt bin ich, habe ich noch nicht. Die Strähne möchte ich noch länger ziehen. Gucken, wie lange ich da durchhalte. Oh Gott. Ich wollte gerade die Dixie dahin werfen. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Dixies, Didis Idol-Animation, ne, der jongliert. Wenn die Dixie eine Idol-Animation hat, dann trinkt die aus einer Capri-Sonnenpackung. Also aus einer Trinkpackung. Oh Gott! Ich bin fast weggerutscht. Oh, das war so knapp, ne? Puh. War so knapp. Was wollt ihr denn schon wieder? Ihr wollt noch mehr Tipps von mir haben? Da müsst ihr erst was verblechen. Also los, gebt mir Kohle. Die Lava-Lagune. Ich habe gehört, dass sich etwas unter dem ersten Zwischenspeicher befinden soll. Ja, weiß ich, habe ich schon. Lava-Samba. Habe ich mich verstehen oder ist der am Start schon eine Kiste? Eine Kiste. Ja, heißer Ritt? Da waren wir gerade drin. Das ist halt sehr praktisch halt, da kann man halt die ganzen Verstecke herausfinden. Das mache ich ja alles, kaufe ich alles ja nur wegen der Vollständigkeit halber. Für die 102% ist das nicht wichtig, also das müsst ihr nicht machen. Das mache ich nur halt, weil ich alles vollständig haben möchte. So, jetzt gucken wir noch eben bei der Winkly Kong vorbei. Beeilt euch etwas. Ich habe nicht so viel Zeit. Also speichert schnell ab. Ich muss Essen kochen. Ich weiß schon. Wie viel habe ich? 24%. Das sind 52 Minuten. Ba, ba, ba. Ba, ba. Alles alle bitte angucken, bitte. Kong-Buchstaben. Squitternetz. Die Cram-Münzen. Der Endgegner. Habt ihr Cleaver getroffen, müsst ihr schnell auf die andere Seite rennen, bevor er euch einholt.
Bäre uns bald wieder. Perfekt. Aber wie es weitergeht in Squawks Schacht, seht ihr im nächsten Part zu meinem Let's Play von Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest. Bis zum nächsten Mal und tschüss.